300 allgemeine Fragen, Gesamtfragenkatalog zum Testleben in Deutschland und zum Einbürgerungstest. Aufgabe 151 bis 160. Wer baute die Mauer in Berlin? Großbritannien, die DDR, die Bundesrepublik Deutschland, die USA. Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht? 1918 bis 1923, 1932 bis 1950, 1933 bis 1945, 1945 bis 1989. Was war am 8. Mai 1945? Tod Adolf Hitlers. Beginn des Berliner Mauerbaus. Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler. Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? 1933, 1945, 1949, 1961. Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht? 1888 bis 1918. 1921 bis 1934, 1933 bis 1945, 1949 bis 1963. In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? 1923, 1927. 1933, 1936. Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland einer Diktatur, einen demokratischen Staat, eine Monarchie, ein Fürstentum. Das Dritte Reich war eine Diktatur, Demokratie, Monarchie, Räterepublik. Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus? Freie Wahlen, Pressezensur, willkürliche Verhaftungen, Verfolgung der Juden. Welcher Krieg dauerte von 1939 bis 1945? Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Vietnamkrieg, der Golfkrieg.